Hallo, wir sind beim letzten und beim fünften Kaltakquise-Tipp und wir sind jetzt schon so weit gewesen, dass wir eigentlich einen Termin entweder vereinbart hatten oder eine E-Mail geschickt und so weiter und so fort. Und jetzt kommt einfach noch der Gesprächsabschluss. Ja? Der Gesprächsabschluss, einfach hier nochmal, was viele dann vergessen, ja, in der Euphorie und es hat alles geklappt und funktioniert oder auch nicht. Der Gesprächsabschluss, eine Zusammenfassung, eine kurze, knappe Zusammenfassung, das zeugt von Professionalität, ja, das hat der Gegenüber, sieht das gerne, hört das gerne und egal wie der Ausgang des Gesprächs war, immer freundlich bleiben, ja, vielleicht noch ein kurzer Small Talk, damit man sich in Erinnerung behält, die Zusammenfassung und dann freundlich verabschieden. Und das war es einfach eigentlich so einfach und wird auch dann häufig vergessen, ja, dass man am Ende nochmal alles zusammenfasst, weil man eben vielleicht schon so glücklich ist, dass es geklappt hat oder was auch immer und dann lässt man das ein bisschen unter den Tisch fallen. Ist aber wichtig und der Ansprechpartner merkt sich das und merkt auch sich quasi besser und das Gespräch an sich, ja, wenn man dann im Folgenden vielleicht nochmal einen Folgetermin, also ein Folgegespräch vereinbart hat. Soweit so gut. Das waren meine 5 Kaltakquise-Tipps. Ja. Ich hoffe, die haben mich ein bisschen weitergebracht und es gibt natürlich noch konkretere Schulungen. Ja. Ich verlinke euch hier unten einen super Online-Kurs, ja, für wenig Geld. Wirklich empfehlenswert. Und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg in eurer Kaltakquise, ja. Privat wie auch beruflich. Ja. Nicht vergessen. Ja. Immer schön akquirieren. Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein und tschüss.